Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Minecraft Let's Play. Ursprünglich hatten wir diese Folge oder hatte ich in dieser Folge andere Sachen geplant, aber der liebe Just for Fun TV, so heißt der liebe Herr, das habe ich gerade mal nachgeguckt, in meinem Cubo Let's Play habe ich nämlich gesagt, dass der mir einen Kommentar geschrieben hat. Der hat auf jeden Fall einen Kommentar geschrieben und hat mir damit was sehr Wichtiges gesagt, nämlich wie man an Eis rankommen kann, ohne ein Eisbiom extra zu finden. Dafür reicht nämlich anscheinend ein Berg mit Schnee drauf aus. Ich brauche gerade ein bisschen Platz hier. Und ja, in meinem Cubo Let's Play habe ich gesagt, dass der mir einen Kommentar geschrieben hat, aber habe vergessen, wie er heißt und konnte es deswegen nicht erwähnen. Aber ich habe es mal nachgeguckt, das war der liebe Just for Fun TV, der hat mir diesen Kommentar geschrieben. Und der hat mir zum einen geschrieben, wie man Pferde heilen kann. Nämlich mit Heuballen und mit Äpfeln, die wir auch beide im Inventar haben. Und ich würde gern irgendwie. Ja, komm, machen wir die nächste Truhe. Es wird Zeit für noch eine weitere Truhe, whatever. Ich brauche jetzt einfach erstmal ein bisschen Platz. Und bald haben wir dann eh das Inventarsortiersystem-Dings. Dann ist es eh wurscht. Auf jeden Fall hat er mir einen lieben netten Kommentar geschrieben. Darin hat er mir gesagt, dass man. Ich schmeiß einfach erstmal alles rein. So, whatever. Einfach alles. Zack, zack. So, das will ich wieder haben. Das will ich auch wieder haben. Das will ich 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 wieder haben. Das brauche ich nicht und ja, das will ich actually auch wieder haben. Das sieht doch ganz gut aus. Und zwar brauchen wir jetzt demnach erstmal ein paar Eimer. Wo habe ich meine Eimer? Da haben wir schon mal einen Wassereimer. Bin ich jetzt blind oder die waren doch in der Truhe? Waren die nicht in der Truhe hier? Waren die in der Truhe da hinten? Wir brauchen auf jeden Fall Eimer. Also, das ist schon was wir in dieser Folge machen werden. Wir werden gucken, dass wir versuchen, Eis herzustellen. Ich bin doch actually blind, da oben sind die Eimer. Okay, so, also wir werden versuchen, Eis herzustellen. Insofern wir das schaffen, sofern das geht, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe bis jetzt nur den Kommentar von ihm gelesen und habe im Minecraft-Wiki ein bisschen gestöbert und da stand auch was von wegen, man könnte Eisfarmen theoretisch gesehen auf Bergen. So auf Snowy Mountains oder whatever. Hoffentlich. Ich hoffe mal, dass ich hier in einem Snowy Mountains Biom bin. Ich guck mal kurz. Minecraft Mountains. Ist das hier ein Snowy Mountains Biom? Das Ding ist, ich glaube, es muss ein Snowy Mountains Biom sein, nicht ein Mountains Biom. Das heißt, das hier wird wahrscheinlich gar nicht gehen. Ich hatte irgendwie geplant, dass wir das direkt neben dem Haus machen, aber ich glaube, das hier ist alles Minecraft Mountains. Vielleicht ist da hinten Snowy Mountains. Wir gehen mal darüber. Ja, also der Plan für die Folge war, versuchen Eis zu generieren, das Pferd heilen und dann wahrscheinlich einfach ein bisschen Cobblestone farmen und die Mob farmen, die ich nicht fürs XP farmen, sondern nur für die Drops benutze. Die Mobfarm dann vielleicht einfach noch ein bisschen vergrößern. Einfach nur, damit da ein paar mehr Monster spawnen noch. Damit die sich ein bisschen mehr lohnt. Das ist alles immer noch ein Mountains-Biom hier. Ist das hier vielleicht das neue Mountains? Ich meine, hier liegt eine Menge Schnee auf jeden Fall. Das ist anscheinend auch noch ein Mountains-Biom. Das ist schlecht, aber wir können es trotzdem versuchen. Können es ja trotzdem mal versuchen. Also es muss auf jeden Fall, das Wasser muss direkt das Sonnenlicht abkriegen, um zu gefrieren. So viel habe ich schon mal gelesen. Ob das auf einem Mountains-Biom auch geht, weiß ich gar nicht so genau. Ich schätze, wir probieren es einfach mal direkt neben unserem Haus, weil da hinten ist auch, ja, logischerweise auch ein Mountains-Biom. Ja, probieren wir es auch direkt neben dem Haus. Da ist das Eis. Bin ich doof? Wo ist wer Eis hier? All this time? All along? Das ist Eis, oder? Wieso bin ich so doof? Hier ist einfach legit Eis direkt neben unserem Haus, also nicht weit davon entfernt. Ja, gut, dann, das werden wir später abholen hier an der Stelle, denke ich mal. Was wir jetzt erstmal machen werden, ist stattdessen uns einen Eisfarm hier einfach auf dem Berg direkt nebenan zu bauen, denke ich mal. Einfach nur, weil, why not? Habe ich Dirt dabei? Natürlich, ich habe gerade alles in die Truhe gepackt, inklusive Dirt und allen anderen Baumaterialien. Naja. Ja, falls ihr mehr solche verpeilten Let's Plays von mir sehen wollt, in denen ich 5 Folgen lang durch die Gegend laufe auf der Suche nach einem Biom mit Eis, nur um dann in der 6. Folge festzustellen, dass ich Eis direkt neben meinem Haus herstellen kann, falls ihr mehr solche verpeilten Let's Plays von mir sehen wollt und noch nicht abonniert haben solltet, lasst mir liebend gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen und würde meinem Kanal mega aushelfen. Und falls ihr es macht, natürlich nicht vergessen, die Benachrichtigung anzuschalten. Und sonst bekommt ihr keine Benachrichtigung. Dann macht ein Abo irgendwie keinen Sinn. Haha. So, der wohnende Trainer da unten, der eine zumindest, sind wir immer noch da. Da waren zwei von ein paar Folgen. Ich weiß nicht, ob der zweite despawned ist oder ob der auch noch da ist. Aber ja, whatever. Was wollte ich jetzt machen? Genau, Dirt. Wir brauchen Dirt. Und, vielleicht mal 2 Stacks gehört mit, whatever, keine Ahnung. Und dann füllen wir kurz die Eimer auf. So.
Erstmal die Hungerleiste wieder ein bisschen auffüllen, damit wir weiter rennen können. Und dann füllen wir kurz unsere Leiste auf. Unsere was? Unsere Leiste auf. Ich bin verwirrt. Dann füllen wir kurz die Eimer auf. Das ist das, was ich sagen wollte. Ups. So, 2, 3, 4. Und jetzt haben wir 5 Blöcke Wasser. Damit können wir gleich oben eine unendliche Wasserquelle bauen. Und aus der unendlichen Wasserquelle können wir dann ein ganzes Feld mit Wasser. Ich wollte gerade sagen, anpflanzen, aber es ist Wasser, das pflanzt man nicht an. Und dann hoffe ich mal, dass das Wasserfeld nach und nach. Oh, was ist das für eine krasse Spinne, die ist enchanted. Die hat irgendwie einen Potion-Effekt. Die ist nicht enchanted, die hat einen Potion-Effekt, aber whatever. Ihr wisst, was ich meine. Aber wir haben keinen schnellen Weg auf den Berg hier, oder? Ich glaube, wir müssen immer komplett um den ganzen Berg rumlaufen, um da hochzukommen. Aber naja, so ist es halt. Vielleicht bauen wir uns irgendwann mal einen Weg hoch. Später mal. Ich habe schon überall Monster hier, ich weiß gar nicht warum. Und die Spinne auf Crack, da ist immer noch hinter uns her, glaube ich. Also jetzt gerade nicht, aber wenn wir wieder zurückgehen, dann ist halt wieder ein Weg und ist wieder da. Da muss ich also wirklich aufpassen. So. Ich komme nicht hoch. So, wo machen wir das denn? Ist die Frage. Ich glaube, wir machen es eventuell. Ich meine, ich könnte es mal hier oben am Gipfel machen. Ich könnte es sogar auf meinem Haus machen, wenn wir uns auf. Oben auf dem Turm oben drauf. Aber das sieht irgendwie doof aus, glaube ich. Das ist ein bisschen Verschandelung des Turms. Ich meine, das ist generell ein bisschen Verschandelung der Landschaft, I guess, hier einfach so eine Wasserfarm hinzubauen. Wasser, sag ich schon, eine Eisfarm. Aber naja, oder wir machen es einfach. Wat mut, dat mut. Und das muss sein. Weil wir jetzt Eis brauchen. Für ein Inventareinlagerungssystem. Wuppdi-du. So. Ich weiß nicht, bis wohin ich buddeln muss oder kann. Ich glaube, das muss so. So. Okay, das muss weg, das muss weg, das muss auch noch weg. Und dann haben wir es, glaube ich, soweit, das Setup hier dafür. Wollen wir denn Dirt? Da haben wir Dirt. Also für die von euch, die übrigens auch Eis brauchen und genauso doof waren wie ich und irgendwie schon seit 10 Jahren nach Eis suchen, es aber nicht finden. So kommt man mit Leichtigkeit an Eis ran. Ihr macht einfach sowas hier in die Richtung und dann kloppt ihr hier mit der Spitzhacke, die ihr gerade weggepackt habt aus eurer Toolbar, kloppt ihr den Stein raus. Also ihr müsst oben auf dem Berg irgendwo sein. Und es muss ein Mountains-Biom sein oder Snowy Mountains oder whatever. Irgendein Snowy-Biom. Also entweder ein Snowy-Biom oder ein Mountains-Biom. So, that's what I mean, das ist, was ich meine. Dann geht ihr kurz hin und macht hier ein bisschen freie Fläche hin, macht ein bisschen Platz. So zum Beispiel. So, es ist wichtig, um uns das Wasser. Ich glaube, das Wasser muss actually Sonnenlicht drüber haben, also dass das Wasser Zugang zur Sonne hat. So zum Beispiel halt. Ich bin mir relativ sicher, dass das in Minecraft wirklich so stand. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, da stand immer so wegen, das Wasser muss direkten Zugriff. Zugriff, ja genau. Zugriff! Nein, direkten Zugang zur Sonne haben. So. Da haben wir noch einen Steinblock, den machen wir noch weg. Das Becken hier sollte es eigentlich ausreichen, passt schon. Ich versuche das Becken übrigens gerade direkt relativ groß zu machen. Denn umso größer das Becken, umso höher die Chance, dass irgendeiner von den Blöcken einfriert. Ich schätze mal, das macht Sinn. Ich hoffe mal, dass das Sinn macht, was ich gerade sage, aber ja. Und da ist der erste schon eingefroren. Okay, das ging schnell. Das ging echt schnell, WTF, okay. Nehmen wir mal den Block hier und füllen den Rest hier mal kurz auf. Mit Wasser. So, da haben wir noch einen Quellenblock. Und gleich haben wir überall Quellenblöcke. Ja, also das erste Stück Eis ist gerade schon eingefroren. Ich weiß nicht, wieso ich dieses Experiment nicht schon vorher irgendwann gemacht habe. Das wäre wahrscheinlich der smarteste Move gewesen. Das friert zu so schnell ein. Das geht so schnell. Ich meine, nice für mich auf jeden Fall. Jetzt, wo ich das weiß. Nicht so nice die Tatsache, dass ich, wie gesagt, 10 Milliarden Folgen lang durch die Gegend geirrt bin. Und kein Eis gefunden habe, weil ich doof war. Aber gut, immerhin. Jetzt müssen wir nur noch am besten einen kleinen Shortcut uns hier hochbauen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber. Und ob wir das überhaupt machen werden, weil so viel Eis werden wir jetzt auch nicht brauchen. Aus dieser kleinen Eisfarm hier oben. ich kann es mir noch nicht fassen, dass ich ernsthaft, ich glaube, 3 Folgen lang durch die Gegend geirrt bin und kein Eis gefunden habe. Und jetzt. Oh Mann. Oh Mann, okay. Ja gut, gehen wir erstmal zurück zu diesem Holzhaus da vorne, das wir gebaut haben, und füttern unserem Pferdchen mal den Heuballen hier, wenn es nicht schon geheilt ist. Ich glaube, ich meine immer noch, Pferde regenerieren in der Zeit automatisch HP, dann müssen wir das nämlich gar nicht machen. Aber ich guck mal kurz. Wenn es nicht so sein sollte, dann kriegt das Pferd gleich hier seinen Heuballen und dann soll es mal Ruhe geben. Und es hat sich geheilt. Ha!
Und ich habe immer noch kein Soundtor hier hingebaut. Das heißt, das ist immer noch die einzige Möglichkeit, hier rauszukommen. Nein, böses Pferd? Ja, feines Pferd. Okay. So ist brav. Ist eigentlich immer noch das. Ich glaube, das Viech von dem Wandering Trader ist mittlerweile despawned, oder? Gott sei Dank ist es auch despawned. Okay, sehr gut. Es ist mit dem Wandering Trader zusammen despawned. Ja, hier ist eins von den, für die, die es nicht wissen, eins von diesen Alpaka-Viechern ist da reingefallen in die Kuhfarm. Letzte oder vorletzte Folge oder so. Ja gut, dann müssen wir das Pferd gar nicht heilen. Und ich weiß, ich habe groß angekündigt, wenn wir das Eis und alles zusammen haben, dann fangen wir direkt an, mit dem Inventarsortiersystem das Ding zu bauen. Das war, glaube ich, grammatikalisch gerade komplett für den Müll, aber ihr wisst, was ich meine. Aber ich werde jetzt nicht sofort damit anfangen, denn das ist kind of aufwendig, weil ich erstmal googeln müsste, wie man das Ding nochmal baut und dann Schritt für Schritt das abbauen, abbauen schon, nachbauen müsste und blablabla. Wir werden stattdessen jetzt erstmal diese Diamantspitzhacke hier aus der Truhe nehmen. Und habe ich noch zwei Eisenspitzhacken? Jawohl, habe ich. Dann schmeißen wir kurz die Eimer in die Truhe und dann gehen wir jetzt einfach nochmal in den Minenschacht und machen das andere, was ich gesagt habe, nämlich wir farmen einfach noch ein bisschen Cobblestone. Denn das ist noch ein anderer Plan, den ich habe. Und das ist, ja, hier, die Mob-Farms zu vergrößern. Das habe ich eh schon vorhin gesagt. Das ist das andere, was ich diese Folge machen wollte. Ich frage mich, ob das hier auch irgendwie friert, aber ich glaube, das ist zu tief. Ich glaube, frieren tut es nur da, wo auch wirklich der Schnee fällt, auf die Berge, ich guess, auf einer bestimmten Höhe. Was irgendwo Sinn macht. Naja. Ja, also wir gehen jetzt mal kurz ein bisschen Cobblestone farmen. Und dann setzen wir da noch ein oder zwei. Ich würde am liebsten, ich glaube, drei Stockwerke haben wir an der Mob Farm. Mir überlegen. Drei Stockwerke dürfen wir haben, den Monsters bauen können. Ich glaube, am liebsten hätte ich fünf Stockwerke. Meine vier Stockwerke, in den Monsters bauen können, wären auch schon nice, aber fünf wären halt. So wäre halt so der Punkt, wo ich sagen würde, ja, das sind genug Stockwerke, dass da höchstwahrscheinlich eine ganz okay Menge an Monstern spawnt. Mehr als ein Monster die Minute oder so. Hoffentlich. So. Ich glaube, das Spawn. Das Ding ist, teilweise spawnen da relativ viele Monster und teilweise spawnt dann da wieder fast wiederum auch fast gar nichts. Also, ja, keine Ahnung. I don't know. Wo kommt der nächste Gang hin? Ich bin gerade sehr verwirrt. Ja, gute Frage. Also hier kommt auf jeden Fall einer hin. Also machen wir es einfach mal hier hin. Hier einen hin. Hier da an der Treppe hab ich mir da verkackt. Hier, da ist uns. Ja, ihr seht es ja selber. Ein, zwei, Gang, ein, zwei, Gang. Nevermind, es geht sich doch aus. Ich kann einfach nicht zählen. Okay, alles klar. Ich kann nicht zählen. Ich bin einfach doof. Ich habe mich gerade komplett verzählt, glaube ich. Ich bin einfach officially doof. Ich muss jetzt nochmal zurückgehen. Moment. Habe ich mich jetzt ernsthaft. Moment. Wie habe ich mich da gerade verzählt? Eins, zwei, Gang, eins, zwei. Ich bin einfach, keine Ahnung, ich glaube, ich habe gerade einfach mein Hirn ausgeschaltet oder so temporär. Das soll schon mal vorkommen. Wie verzählt man sich? Wie verzählt man sich zwischen den Zahlen 0 und 5? Oder 1 und 5 oder whatever, oder 4 oder wie viele Blöcke das da sind? Oh Mann. Ja, keine Ahnung. Frag mich nicht. Don't ask. Ich habe keinen Plan, wie ich mich da gerade verzählt habe. Aber ich habe mich verzählt. That's the thing that just happened. Goddammit. So, den Redstone nehmen wir auch noch eben kurz mit. Ich glaube, ich werde erstmal die Eisenspitzhacken. Ich habe die Fortune-Spitzhacke nicht dabei, oder? Das ist ein Misplay meinerseits, dass ich die nicht mitgenommen habe. Nein, habe ich nicht. Goddammit. Ja, die hätte ich wahrscheinlich mitnehmen sollen. Ist das eine Eisenspitzhacke? Die Fortune-Spitzhacke? Ich glaube, wir haben eine Fortune-Eisenspitzhacke, muss das sein. Die hätte ich wahrscheinlich mitnehmen sollen. Das heißt, wenn wir jetzt Diamanten finden, werden wir sie nicht abbauen, sondern nur drumherum bauen, die dann später abbauen. Mit der Fortune-Spitzhacke, I guess. Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich werde ich so machen. Ist auf jeden Fall am sinnvollsten. Auch wenn ich eigentlich nicht so wirklich Bock habe, nochmal hier hin zurückzukommen. Also raufzugehen und wieder runterzukommen, nur um mal eben eine Spitzhacke zu holen und dann drei Blöcke hier abzubauen. Aber es lohnt sich, von daher. Whatever. Außerdem habe ich gerade irgendwie einen komischen Shading-Bug, Rendering-Bug, ich weiß nicht. Jetzt gerade wieder nicht, aber wenn ich. Ja, da wieder. Wenn ich die Blöcke abbaue, die Blöcke sind kurz irgendwie blau gerade. Jetzt sind es wieder nicht mehr, okay. Richtig komischer Bug gerade gewesen. Die gedroppten Blöcke, die man halt auch aufsammeln kann, waren gerade mal kurz blau, nachdem ich sie abgebaut habe. Da wieder. Jetzt blau, 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 blau. Hä? WTF? Why? Why are we still here? Just to suffer. Nee. Aber keine Ahnung, warum das ist. Das ist ein komischer Bug. Habe ich noch nicht gehabt. Bis jetzt. Das erste Mal, glaube ich, dass ich diesen komischen Bug habe, dass die Blöcke, die droppen, blau sind. Ich habe keinen Plan.
Keinen blassen Schimmer. Wie viel Cobblestone haben wir schon? Passt zwei Stacks immerhin. Ich würde sagen, Diamanten zur Abwechslung wären jetzt mal nice, aber ja, wie gesagt, ich muss dann hier wieder runterkommen und I don't know. Ich meine, Diamanten sind trotzdem nice, aber ich muss dann halt einmal rauf und wieder runter und Spitzhacke holen. Und bäh. So. Gleich haben wir das hier weggebuddelt alles. So weit, so gut. Den machen wir noch weg. Jetzt kommt hier Gravel, okay. Oder ist dahinter einfach eine Höhle mit Wasser drin, irgendwie in the distance? Das sieht irgendwie so, weil ich sehe mal irgendwas Blaues da. Vielleicht rendert die Welt kurz nicht richtig und ich kann schon so sehen, dass da hinten irgendwo Wasser kommt oder so. Das könnte sein. Da müsste jetzt die Höhle passen. Ja. Ja, ich glaube, das ist eine Höhle, oder? Kommt da gleich eine Höhle mit Wasser? Vielleicht sehe ich einfach eine Höhle. Wobei da unten würde ich eigentlich nur Bedrock sehen können. Normalerweise, glaube ich, oder? Ich habe keinen Plan. Ich bin so verwirrt. Das ist ein komischer Bug. Also so oder so ist es auf jeden Fall ein Bug. Ist auf jeden Fall ein Render-Bug. Ob ich jetzt aber durch die Wand sehen kann, temporär kurz, weil das Spiel sich nicht schnell genug updatet. Oder ob das einfach, keine Ahnung, was ein Bug ist, das weiß ich nicht genau. Seht ihr, hier sehe ich nicht blau, hier sehe ich nichts. Da habe ich auch gerade wieder kurz was Blaues gesehen. Ich frage mich, ob das im Video überhaupt. Wahrscheinlich denkt ihr so, you see trippin', what's wrong with this guy? So, weil ich die ganze Zeit irgendwas von blau erzähle. Im Video sieht man es am Ende gar nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass man das im Video später auch sehen dürfte. Is this guy high right now? Nee, keine Ahnung, aber ich sehe die ganze Zeit irgendwie so blauen, wassermäßigen Stuff hier. Ich weiß nicht genau warum. Ich kann schwören, dass man das im Video später auch sieht. Ich hoffe es wirklich sehr. Ne, ich glaube, da kommt aber kein Wasser gleich, oder? Oder kommt da? Ich bin so verwirrt. ETF. Ich habe immer das Gefühl, meine Minecraft-Installation wird auch irgendwie immer buggiger. So mit diesen Bugs, dass wenn man in eine bestimmte Richtung guckt, dass man teilweise einfach, dass bestimmte Blöcke einfach nicht rendern. Irgendwie an Chunk-Grenzen oder so. Und jetzt einfach auch der Bug. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich echt mal Minecraft neu installieren. Ich habe keinen Plan. Die Minecraft-Installation hier ist auch schon mehrere Jahre alt und hat schon diverse Updates hinter sich. Es könnte also wirklich daran liegen. Keine Ahnung. Sollte schon mal vorkommen, dass wenn man ein Spiel zu oft geupdatet hat, wenn der Update dann nicht vernünftig programmiert ist, dass dann irgendwann das Spiel einfach komplett breakt. Sollte schon mal vorkommen. Tatsächlich. Ich höre aber auch kein Wasser und das Wasser müsste relativ close sein, wenn ich es schon sehen kann und so, ich weiß nicht. Okay, da ist definitiv kein Wasser, oder? Ich meine, oder doch? Okay, ich werde jetzt einmal kurz was machen, was man als Cheaten bezeichnen könnte. Aber das ist nur out of curiosity. Wenn ich jetzt in Spectator-Mode gehe. Also vor uns kommt schon mal Lava, das ist schon mal gut zu know. Ich sehe jetzt gerade auch keinen Diamanten, Gott sei Dank. Aber da kommt kein Wasser, okay. Also es scheint einfach ein kompletter Renderbox zu sein. Was ist das Lilan da oben rechts? Seht ihr das? Ach, das ist bestimmt irgendwie ein Monster mit enchanten Bogen oder sowas. Oben rechts mittig. Ein Skelett mit enchantem Bogen oder so. Ja, whatever. Ich wollte jetzt auch irgendwann nicht nach Höhlen gucken oder so. Wie gesagt, das Einzige, wonach ich eigentlich wirklich gucken wollte, war, ob hier Wasser kommt. Und dieses Lilan hat mich gerade verwirrt. Aber das Einzige, was hier gleich kommen wird, ist Lava anscheinend. Also immerhin. Man könnte jetzt sagen, wir haben gecheatet und wissen schon, dass der Lava kommt, aber ja, whatever. Das scheint einfach nur ein komischer Bug zu sein. Interesting. Ja gut, da ist halt die Lava. Wie gesagt, werden wir also einen anderen Gang beginnen, I guess. Aber erst werde ich die Kohle noch mitnehmen. So. Kohle nehme ich noch eben mit. Ja, keine Ahnung, was das für ein komischer Bug ist. Sehr eigenartig. Ich glaube, ich rede seit 4 Minuten über diesen Bug oder so, aber es fasziniert mich. Solche Bugs faszinieren mich immer. Ich frage mich, wie man es schafft, solche Bugs reinzuprogrammieren in sein Spiel. Dann wiederum bin ich auch so ein Genius, dass es manchmal schafft, die abstrusesten Bugs in seine eigenen Projekte reinzuprogrammieren. Von daher, I'm not surprised. Sagen wir es mal so. Aber um ehrlich zu sein, ist es wirklich nicht schwer, Bugs in so ein Spiel, in ein Spiel oder in so ein Programm oder whatever reinzuprogrammieren. So, du machst irgendwas, was komplett Sinn macht, so für dich in deinem Kopf. Das macht komplett Sinn. Du fügst es ein. Du drückst auf Run oder auf Ausführen oder whatever, startest das Spiel, das Programm, whatever. Und the world just breaks, alles geht kaputt und denkst du so, hä? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Und kapierst einfach nichts. Und abstruse Dinge passieren. Das ist immer sehr, sehr interesting, sehr funny.
Ich habe die mitunter lustigsten Bugs hatte ich, als ich mein, ich habe so ein Skeletal Animation Ding gebastelt. Also du hast quasi einzelne Bones, einzelne Knochen und auf jeden Bone ziehst du einen Skin. Das heißt zum Beispiel, du hast einen Bone fürs Bein und einen Bone für den Arm und dann kannst du halt mit dem Programm kann man dann halt ja die zum Beispiel eine Figur oder einen menschlichen Charakter animieren. Also indem du halt, wie gesagt, du skinnst das Ding und dann bewegst du die Bones und dann drückst du auf Abspielen und dann bewegen sich die Knochen, also zum Beispiel also die Bones halt, wie nennt man das, die Arme, die Beine, whatever. Man kann zum Beispiel eine Laufanimation stellen oder eine Schlaganimation oder eine Springanimation oder whatever. Und mein Telefon klingelt, deswegen werde ich kurz meine Aufnahmen pausieren. So, weiter geht's zu der Aufnahme. So, wovon habe ich gerade geredet? Ich bin so verwirrt. Das hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Habe ich mein Telefon irgendwie ausgeschaltet? Ja, habe ich, okay. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich bin so verwirrt. Ach so, genau. Ja, auf jeden Fall, man kann damit halt die Arme und die Beine und so weiter animieren und dann Sprunganimationen und dies und, die, und dies und das. Und man kann halt Animationen basteln. TLDR ist ein Animationsprogramm. Und wie gesagt, ich habe dieses Programm selber gebastelt. Das heißt, ich habe auch den ganzen Code geschrieben, um die Arme und Beine zu bewegen und sowas. Und das Schöne ist, wenn man die Animationsdaten dann speichert und falsch lädt, aus Versehen, aus welchen Gründen auch immer, dann passieren sehr schöne Sachen, wie zum Beispiel, dass Beine sich rückwärts bewegen oder irgendwie Beine machen 360s oder die Arme machen 360s oder die Arme bewegen sich wie die Beine oder ja, so schöne Sachen halt. Das sind so mitunter immer die schönsten Bugs, so wo du dir so denkst, was geht jetzt ab? Das wirkt so unfassbar sinnlos, so denkst du so, hä? I didn't do that, das habe ich so nicht eingefügt und dann fällt dir so auf, oh, ich habe es so eingefügt, weil ich doof bin. Weil du irgendwie so einen komplett dummen Fehler gemacht hast. Das ist immer sehr, sehr amüsant, finde ich, keine Ahnung. Ja, solche Bugs sind immer die lustigsten irgendwo. Oder wenn du irgendwie ein Spiel programmierst und keine Ahnung, du fügst zum Beispiel ein neues Monster ein und sagst dem Monster so, ja, wenn das und das passiert, machst du das und das. Und das Monster macht dann irgendwas komplett randommäßiges, weil du dem Monster irgendwie eine bestimmte Flag nicht gesetzt hast oder keine Ahnung. I don't know, es ist schwer, sowas zu erklären. Ich bin mir sicher, Nicht-Programmierer denken sich teilweise so, was labert der für Müll? Aber ich denke, Leute, die. Aha, okay, komm mal rüber, sehr gut. Aha. Leute, die sich auch mit Programmieren oder mit Spieleentwicklung, goddammit, ich bin doof. Oder die sich mit solchen Sachen auch somewhat auskennen, finden das wahrscheinlich gerade sehr relatable. Können wir uns vorstellen. Ich meine, es ist immer sehr ärgerlich, solche Bugs zu haben, weil du halt die Bugs dann noch fixen musst. Aber du hast immer diesen kurzen Moment von verwirrter Freude, weil es einfach so random und abstrus aussieht, was da gerade passiert. Einfach keine Ahnung. Ja. Whatever. Das war mein Daily Programming Rant of the Day. Oder whatever. Keine Ahnung. Ich bin ja fast gestorben durch Gravel. Okay. Ich möchte den Redstone gerne trotzdem haben. Deswegen nehmen wir ihn kurz mit. So. Ich würde sagen, die Spitzhacke machen wir noch kaputt. Die bauen wir noch bis zum Ende ab. Ich weiß nicht, wieso ich die Diamantspitzhacke überhaupt mitgenommen habe, weil ich habe sie gar nicht benutzt bis jetzt. Ich würde halt erst die Eisenspitzhacken aufbrauchen. Ja, whatever. So, gleich haben wir sie aufgebraucht. Und wenn wir sie aufgebraucht haben, dann werde ich glaube sogar fast schon, ich werde die Folge einfach hier unten beenden, weil sie schon wieder so lang ist. Dann werde ich die Folge einfach beenden. Vielleicht machen wir dann auch einfach in der nächsten Folge direkt weiter mit den Diamantspitzhacken hier unten und bauen noch mehr ab. Ich weiß es noch nicht. Ich kann es euch noch nicht sagen. Ich nehme den Redstone hier noch mit und Gott sei Dank ist da nicht viel Gravel drüber und das schlägt mich beinahe. So. Das ist schon mal eine ganz ordentliche Menge Cobblestone. Ich würde sagen, damit können wir wahrscheinlich entweder ein ganzes Stockwerk oder fast ein ganzes Stockwerk bauen. Und da haben wir mal wieder Emeralds. Die habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Hallöchen, liebe Emeralds, meine guten alten Freunde, die Emeralds. Actually werde ich die nicht abbauen, weil mir gerade aufgefallen ist, dass ich die Dinge jetzt nicht dabei habe. Die schlagen mich tot. Die Fortune Pickaxe. Und ich glaube, die hat darauf auch einen Effekt, also dass da mehr Emeralds rausdroppen können. Ich baue mal alle Blöcke drumherum ab, weil why not? Achso, da könnten theoretisch mehrere spawnen, oder? Das können, glaube ich, bis zu zwei Emeralds auf einmal spawnen. Also macht es tatsächlich auch actually irgendwo Sinn, das alles abzubauen. Aber, alas, there was no Emerald to be found. Also, dann wurden, nein, hier ist kein anderer Emerald. Okay, gut, dann werden wir einfach an dieser Stelle die Folge beenden, würde ich behaupten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich war in dieser Folge irgendwie sehr konfus und verwirrt, ich weiß nicht warum, oder sehr viel konfus und verwirrt. For no particular reason at all. Keine Ahnung, ich guess heute ist einfach einer von diesen konfusen Tagen in meinem Leben. Das soll schon mal vorkommen. Wie auch immer. Ja, hier haben wir einen Emerald. Keine Ahnung, ob ich das gerade erwähnt habe. Wie gesagt, ich bin heute irgendwie leicht konfus, whatever. Bis zum nächsten Mal, ich wünsche euch einen schönen Abend, morgen, Mittag, whatever, einen schönen Tag. Und ja, tschö. Quält euch!